Wie konnte es dazu kommen? Wer waren die Opfer? Wer die Richter? Was ist Wahrheit? Was ist Mythos an Hexerei und Teufelskult? Deutschland im 17. Jahrhundert. Es ist die Hochzeit der Hexenverfolgung. Im fränkischen Hochstift Bamberg erreicht das Morden einen traurigen Höhepunkt. Allein zwischen 1612 und 1630 werden hier etwa 1000 Menschen als Hexen verbrannt. Weltlicher und geistlicher Herrscher von Bamberg ist seit 1623 Fürstbischof Johann Georg Fuchs von Dornheim. Er geht mit größter Schärfe gegen die angebliche Hexenplage vor. Er hatte sicherlich wie jeder andere auch Angst vor Hexen. Und gerade in den katholischen Fürstbistümern war die Meinung, der Teufel greift jetzt das christliche Gemeinwesen an, mithilfe seiner irdischen Hilfstruppen der Hexen. Und jetzt muss ich mich zur Wehr setzen. Und jede Hexe, die ich leben lasse, das bereue ich. Die wird immer weiter Böses tun, die wird immer weiter im Auftrag des Teufels handeln und uns vernichten wollen. Der Fürstbischof gilt aber eher als schwache Figur. Lenker und Anstifter der Hexenprozesse ist Weihbischof Friedrich Förner, der Kopf der geistlichen Verwaltung. Ein fanatischer Katholik, der im Hochstift die Angst vor Hexen und Dämonen schürt. Er hält ein ganzes Jahr lang hindurch Predigten über das Hexenthema, ruft zur Hexenverfolgung auf und das im Jahr, bevor die Hexenverfolgung beginnt. Dass man heute so viel über die Hexenverfolgung im damaligen Hochstift weiß, ist einer einmaligen Dokumentation des Grauens zu verdanken. Über 800 Verhörprotokolle, gerettet aus dem Altpapier. Wie damals üblich entrümpelt das Landgericht Bamberg im 19. Jahrhundert sein Archiv und versteigert die Akten als Anschürpapier. So kommen sie in die Hände eines Ladenbesitzers, der sie zum Verpacken nutzt. Ein historisch interessierter Kunde bemerkt, dass seine Ware in Hexenprozessakten gewickelt ist. Er kauft das gesamte Material und vermacht es der Stadt. Heute lagern in den Archiven von Bamberg Folterprotokolle, Testamente, Geständnisse, Urteile, Gnadenzettel, Briefe und Anklageschriften. Bedrückende Zeugnisse ihrer Zeit. Da wird einfach ganz in dürren Worten geschildert, wie so eine Folter abläuft. Immer das gleiche Schema, es steht der Name, es steht auf der linken Seite das Datum und dann steht drauf Barbara Schüblin, 2 Stunden auf den Bock gesetzt, hat nichts gefruchtet, bleibt verstockt, 12-mal aufgezogen, fleht Christus den Herrn an, sie nicht zu verlassen, immer noch nicht geständig. Wird immer schwächer und schließlich dann in carcere mortua, also stirbt im Kerker. Das sind so Fälle, da läuft es einem schon kalt über den Rücken runter, wenn man lesen muss, wie ein Mensch systematisch zu Tode gequält wird. Anhand dieser Akten lassen sich die Schicksale einzelner Menschen rekonstruieren. So auch die Geschichte des 14-jährigen Hans Moorhaupt, mit dem die Hexenverfolgung in Bamberg ihren Anfang nimmt. Der Junge hört von der Geschichte des Dr. Faust, der vom Teufel verführt wird. Weihbischof Förner warnt in Predigten eindringlich vor diesem Buch. Es wird zum Auslöser für pubertäre Spinnereien des Jungen. Auf einmal behauptet er, der Teufel habe auch ihn in Gestalt der Magd seiner Mutter verführt. Er fing irgendwann an, in Bamberg rumzulaufen und sich selber zu bezichtigen. Ob das jetzt eine Art hysterisches Verhalten war, ob das einfach ein überkandidelter Jugendlicher war, der Aufmerksamkeit gewollt hat, man weiß es nicht letztendlich. Hat sie sich dir auch genähert? Ohne Kleider? Schamlos? Ja. Jedenfalls blieb es nicht aus, dass man den Jungen dann verhaftet hat, befragt hat, schließlich auch gefoltert hat und er dann seine eigene Mutter und eine Magd inkriminiert. Damit geht's los. In Bamberg beginnt eine beispiellose Hexenjagd. Anzeigen, sogenannte Besagungen, kommen meist aus der Bevölkerung. Die Gründe sind vielfältig. Angst vor dem Bösen, Aberglaube, aber auch Missgunst und Neid. Verbrennt die Drogen! Die Gottlosen! Zündet sie an! Das Hexenbild heute hat mit dem damaligen nichts mehr zu tun. Es ist von Märchen und esoterischem Gedankengut geprägt. Und auch über die Geschichte der Hexenverfolgung halten sich hartnäckig Klischees und Fehlinformationen. Es seien bevorzugt kräuterkundige oder rothaarige Frauen verfolgt worden. Die Hinrichtungen hätten vor allem im Mittelalter stattgefunden. 9 Millionen Frauen seien ihr zum Opfer gefallen. Nichts davon stimmt.
Die meisten Hexenverfolgungen finden in Europa zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert statt, und zwar in katholischen und protestantischen Gebieten. Geschätzte Opfer? 60.000. Fast die Hälfte der vermeintlichen Hexen werden im Gebiet des heutigen Deutschland verbrannt. Dass damals vorzugsweise Hebammen und Heilerinnen verfolgt werden, kann nicht bewiesen werden. Natürlich waren Frauen, die an den Bereichen Krankheit, Tod, Geburt, Fruchtbarkeit nah dran waren durch ihre Arbeit, zum Beispiel Hebammen, potenzielle Opfer. Aber wir haben keine signifikanten Erhöhungen der Zahlen an Hebammen in den Opferlisten. Das heißt, es hat sie halt genauso erwischt wie andere auch. Auch Kräuterkundige werden nicht gezielt verfolgt. Aber die Vorstellung, dass Hexen erotisierende und berauschende Tinkturen brauen, ist weit verbreitet. Die Annahme, die katholische Kirche sei schuld an Hexenwahn und Hinrichtungen, ist falsch. Die Inquisition verfolgt vor allem Ketzer, also abtrünnige Christen, aber nicht mit dem Ziel, sie zu töten, sondern sie zum rechten Glauben zurückzuführen. Verfahren wegen Hexerei wurden kaum verhandelt. Die Inquisition lehnt Hexenverfolgung am Anfang sogar ausdrücklich ab. Später fallen die Strafprozesse nicht mehr in die Zuständigkeit der Kirche. Das heißt, alle Hexenverfolgungen, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts und eben dann eben auch während des Höhepunkts der Hexenverfolgung, die wird von staatlichen Gerichten durchgeführt. Im Mittelalter wendet sich die Kirche sogar ausdrücklich gegen die Lynchjustiz und den Verfolgungswahn, der von Teilen der Bevölkerung verübt wird. Der im Volk von jeher weit verbreitete Glaube an Zauberei und Dämonen wird bis ins 13. Jahrhundert offiziell als Aberglaube und heidnisches Gedankengut abgetan. Geschichten von ekstatischen Nachtflügen und der Teufelsbuhlschaft betrachten Kirchengelehrte als reine Wahnvorstellungen. Das ist sozusagen die Standardvorstellung der mittelalterlichen christlichen Kirche, dass man sagt, ja, es gibt diese Dämonen und die Dämonen, die können auch Wahnvorstellungen, Fantasien hervorrufen, aber das ist alles nicht real. Also wer an sowas glaubt, der braucht eine gute seelische Beratung oder vielleicht muss er auch eine geistliche Buße machen, aber der ist nicht schuldfähig, sondern der ist verrückt. Doch am Ende des 13. Jahrhunderts tritt im kirchlichen Denken eine radikale Kehrtwende ein. Jetzt gilt als Ketzer, wer die Existenz von Hexen leugnet. Den Grundstein für die neue Auffassung legt einer der bedeutendsten Kirchentheoretiker des Mittelalters, Thomas von Aquin. Er greift den althergebrachten Zauberglauben wieder auf und behauptet, dass Hexentaten mit Hilfe des Teufels tatsächlich ausgeführt werden können. Detailliert beschreibt er magische Praktiken, wie den Pakt mit dem Teufel, Schadenszauber, wie das Wettermachen und den Flug der Hexen durch die Luft. In seinem Gefolge veröffentlichen zahlreiche kirchliche Gelehrte Traktate, die vor Hexensekten warnen. Hexendarstellungen auf Drucken und Flugblättern erleben in der Folge plötzlich einen regelrechten Boom. Endlich hat man einen Schuldigen gefunden, den man für alle Alltagsprobleme verantwortlich machen kann. Diese Angst vor Hexen gab es mit Sicherheit in jedem Menschen damals. Man kann sich schlecht vorstellen als moderner Mensch, dass der Glaube an Hexen, Dämonen, an die wilde Jagd, an Schadenszauber noch vor ein paar Generationen ganz lebendig war. So wie wir heute wissen, dass es Vitamine gibt, obwohl wir noch nie eins im Salat gesehen haben. So wussten die Menschen damals, es gibt Hexen und die wollen uns vernichten. Es kommt vermehrt zu Übergriffen an vermeintlichen Hexen. Zunächst in der Schweiz, dann auch in Deutschland und andernorts. Die katholische Kirche sieht Handlungsbedarf und schickt Inquisitoren, die gezielt Hexenverfolgungen durchführen sollen. Der berüchtigste unter ihnen, der Dominikaner Heinrich Kramer, 1478 zum Inquisitor ernannt. Ihn fasziniert die Macht, die ihm sein Amt verleiht. 1484 verfasst er ein Schriftstück, das er dem Papst zur Unterschrift vorlegt. Darin erkennt dieser zum ersten Mal die Existenz der Hexerei an und legalisiert die Verfolgung. Die Hexenbulle von Innozenz dem VIII. Markiert den Übergang vom Hexenglauben zum Hexenwahn.
Ja, also der Kramer, er hat tatsächlich er war eben überzeugt von der Schädlichkeit der Hexen und von der Gefährlichkeit der Frauen sowieso. Er hat dann begonnen, Hexeninquisitionen zu führen. Also er ist, muss man auch gleich dazu sagen, der letzte päpstliche Inquisitor, der überhaupt jemals in Deutschland noch aufgetreten ist. Er hat aber enorm viel Widerstand erregt. Um seine Position zu stärken und die Hexenverfolgungen zu rechtfertigen, verfasst Kramer 1487 seinen berühmten Hexenhammer, Malleus Maleficarum, eine Sammlung aller Vorurteile über Hexen und der Versuch, sie wissenschaftlich zu begründen. Darin fordert er unmissverständlich, die Hexen zu vernichten und stellt dafür klare Regeln auf. Es spiegelt ein verheerendes Frauenbild. Im Hexenhammer wird ganz konkret gesagt, die Frauen sind die Hexen. Warum? Die Frau ist schwach im Glauben und deshalb angreifbar für den Teufel. Der Urheber des Hexenhammers, der Dominikaner Heinrich Incitoris oder Kramer, hat den lateinischen Begriff Femina für Frau umgedeutet in die Komponenten Fides, der Glaube, und Minus, weniger. Die Frau hat weniger Glauben, die Frau ist angreifbar, die Frau ist sowieso die Wurzel des Bösen, die ist die Trägerin der Erbsünde und ein Sack voll Unrat. Obwohl es nach seiner Veröffentlichung durchaus umstritten ist, führt die Erfindung des Buchdrucks zur Verbreitung des Machwerks. Kramers Malleus Maleficarum findet bis ins 17. Jahrhundert reißenden Absatz. Aber nicht nur Hetzschriften wie der Hexenhammer bereiten den Boden für die großen Verfolgungen. Eine wichtige Rolle spielt das Wetter. Ende des 15. Jahrhunderts bricht eine große Kältewelle über Mitteleuropa herein, die sogenannte Kleine Eiszeit. Jahre in Folge herrschen lange eiskalte Winter, abgelöst von kurzen, feuchten Sommern. Auch im Frankenland hagelt es im Mai 1626 Eisbrocken vom Himmel. Und ein später Frost lässt Wein und Weizen erfrieren. Seht nur, wie der Herr uns bestraft hat. Das ist nicht der Herr, das ist das Werk der Hexen. Die Übeltäter sind schnell ausgemacht. Hexen gelten von jeher als Wettermacher und sogenannte Schadenszauberer. Ein Zeitgenosse notiert in seinem Tagebuch: Hierauf ein großes Flehen und Bitten unter dem gemeinen Pöbel, warum man so lang zusehe, dass allbereit die Zauberer und Unholden die Früchten sogar verderben. Die Krisenstimmung steigt mit der folgenden Not: 8 Gulden für einen Scheffel. Ja? Letzte Woche waren es noch 7, das ist Fallwucher. Das bedeutet konkret, Ernteausfälle führen zur Preissteigerung. Die Preissteigerung, da geht es meistens um Brotgetreide, nicht das tägliche Brot, war das Hauptnahrungsmittel. Das betrifft vor allem die ärmeren Leute, und zwar sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, weil die Bauern, wenn die Preise steigen, die schmeißen auch ihre Dienstboten raus. Also es gibt Arbeitslosigkeit, modern gesagt, und eben dann diese, also tatsächlich auch Hungersnot in einzelnen Jahren. Ungewöhnliche Krankheiten treten auf. Darüber hinaus erschüttert Martin Luthers Reformation die christliche Kirche bis in ihre Grundfesten. Man beginnt, alten Hexenglauben und neue religiöse und politische Belange miteinander zu verweben. Hexen und Ketzer werden gleichgesetzt. Auch Luther glaubt an Hexerei und die Pflicht, dagegen vorzugehen. Er schreibt: Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an. Die konfessionellen Auseinandersetzungen führen zum Dreißigjährigen Krieg. Er verheert ganze Landstriche und bringt der Bevölkerung zusätzliches Leid. Hungersnöte, Krankheiten, Krieg und diese Glaubensunsicherheit. Jeder hatte Angst um sein Leben und um die ewige Seligkeit. Und in solchen Krisensituationen, da greift man auf ganz alte, prächristliche, prähistorische Glaubensmuster zurück, die mit Fruchtbarkeit, mit Krankheit, mit Tod zu tun haben. Genau die Bereiche, also in denen die Hexe aktiv wird. Und eines muss man mit Sicherheit sagen, es wird kaum einen Verfolger gegeben haben, für den eine Hexe nicht eine klare Tatsache war. Unheimliche und unerklärliche Wetterphänomene wie Nordlichter, die plötzlich am Himmel über Deutschland erscheinen, verstärken die Angst, das Ende der Welt stehe kurz bevor. Eine neu entstandene Interpretation war, dass bestimmte Theologen gesagt haben, also wir leben in einer besonderen Zeit, vielleicht schon in der Endzeit, und da treten auch besondere Übel auf, und dazu zählt eben, dass der Teufel losgelassen wird, und der Teufel, der sammelt seine eigenen Anhänger, und das sind eben die Zauberer und die Hexen.
In Fürstbistümern, wo die Macht in nur einer Hand liegt, wüten die Hexenverfolgungen besonders. So auch in Bamberg, wo noch dazu Weihbischof Förner die Stimmung mit Hetzpredigten anheizt. Luzifer ist heraufgestiegen und will unser christliches Gemeinwesen verderben. Deshalb schickt er seine Armeen nun mitten unter uns. Wenn wir uns gegen sie nicht wehren, wird Satan die Oberhand gewinnen über uns und wir alle der ewigen Verdammnis anheimfallen. Die Leute machen auch bereitwillig mit, sobald die erste Hexe ausgerufen wird. Die Beschuldigten kommen ja zum Teil aus der eigenen Familie, aus der eigenen Nachbarschaft. Das ist eine richtige Hysterie, die unter den Menschen ausbricht. In Bamberg kommt es zu mehreren Verhaftungswellen. Es kann jeden treffen. Männer, Frauen, Kinder, arm und reich. Hexe! Zunächst werden alle Verdächtigen nach Zeil am Main gebracht, wo die Stadttürme als Gefängnis dienen. Doch schon bald reicht der Platz nicht mehr aus. Der Fürstbischof lässt in Bamberg ein eigenes Gefängnis nur für Hexen errichten, das berüchtigte Malefizhaus. Die Opfer sind, wie auch andernorts, zu 75% Frauen. Aber auch Männer werden als Hexer verfolgt, vor allem in Bamberg. Fuchs von Dornheim, der mit allen Mitteln gegen die Protestanten kämpft, liegt im Clinch mit den Räten und Bürgermeistern der Stadt, die in Glaubensfragen eher moderat eingestellt sind. Dem Fürstbischof werden die Bürgervertreter zu selbstbewusst. Eurem Fürstbischof? Hinaus mit euch! Alle! Das ist ein Kampf um die Macht in der Stadt. Man hat sehr schnell gemerkt, das ist die Chance. Und ab da ging es los, dass gerade unter den Eliten der Stadt das Feuer gewütet hat. Innerhalb von vier Jahren wurde der gesamte Stadtrat verbrannt. Im August 1628 wird der Bamberger Bürgermeister Johannes Junius als Hexer angeklagt. Im Gefängnis schreibt er einen Abschiedsbrief an seine Tochter. Es ist ein einzigartiges Zeugnis der Prozessführung und Foltermethoden in Bamberg. Unschuldig bin ich in dieses Gefängnis gekommen. Unschuldig bin ich gemartert worden. Unschuldig muss ich sterben. Denn wer ins Malefizhaus kommt, wird so lange gemartert, bis er sich selbst etwas ausdenkt. Falls ihm mit Gottes Hilfe etwas einfällt. Sie haben mir erst die Daumen gebrochen. Danach hat man mir die Beine zerquetscht. Dann hat man mir die Hände auf den Rücken gebunden und mich an ihnen in die Höhe gezogen. Himmel und Erde gingen mir unter. Sie haben mich 8-mal aufgezogen und wieder fallen lassen, dass ich unselige Schmerzen empfand. Und da habe ich gestanden, dass ich beim Hexentanz war und mit den Hexen gebuhlt habe. Danach sollte ich sagen, was für Leute ich dort gesehen hätte. Adam? Der Ebmeier? War der Ebmeier auch beim Hexentanz dabei? Er schildert in diesem Kassiber, wie in Bamberg Straße für Straße durchgegangen wird und die Namen von möglichen Hexen nahegelegt werden. Dieses Verfahren, das Einsagen von Namen, ist jedoch illegal. Die Untersuchungen, so willkürlich sie heute erscheinen mögen, folgen einem rechtlichen Prozedere, an das sich die Juristen eigentlich halten müssen. Schon damals regeln Strafgesetzbücher die Prozessführung und Anwendung der Folter aufs Genaueste. Im gesamten Reich gilt ein verbindliches Recht. Wir sind ja eigentlich nicht im Wilden Westen. Das war gar nicht einfach, Hexen zu verurteilen, wenn man sich wirklich an den ordentlichen Prozess, den Processus Ordinarius, gehalten hat. Also der in dem Fall bestimmt war durch die Reichsgesetzgebung der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. Was diesen Prozess in Bamberg kennzeichnet, ist, dass man sich einfach nicht an das Strafprozessrecht hält. Die Hexenverfolger erklären den Umgang mit dem Teufel zum Crimen exceptum, zum Ausnahmeverbrechen. Und damit ist fast alles erlaubt. Deshalb wird in Bamberg mehr als nur die festgeschriebenen 3 Male gefoltert und noch dazu mit besonderer Härte. Die halten sich einfach nicht an das Recht. Sie setzen sofort die Folter ein auf Verdacht und sie foltern ohne Maß. Gestehen sollen die Angeklagten vor allem die Teilnahme am sogenannten Hexensabbat. Die orgiastischen Treffen mit dem Teufel beschreibt schon Kramer in seinem Hexenhammer minutiös. Den Folterern kommt es besonders darauf an, dass die Angeklagten gestehen, wer alles am Hexentanz teilgenommen hat. Und dann
gibt es natürlich diesen Schneeballeffekt. Der Besagte wird verhaftet, wird gefoltert, wird gefragt, mit wem er denn zusammengearbeitet hat. Und dann kommen immer mehr Namen, immer mehr Namen. Und das hört nie mehr auf. Genau wie es in Bamberg eben auch war. Jeder Zehnte wird in Bamberg verbrannt. Dies ist die traditionelle Hinrichtungsmethode für Ketzer und Hexen. Das Feuer, so glaubt man, reinigt die Menschen von der Sünde. Doch die vielen Verurteilungen stellen die Verfolger bald vor ein finanzielles Problem, wie erhaltene Kostenaufstellungen zeigen. Nicht nur das teure Holz muss bezahlt werden. Wenn ich eine Rechnung als Beispiel anführen dürfte, für die Maria Moorhaupt und ihren Sohn Hansi, diese Pimbus mehrfach verfehlt wurden, fielen 184 Gulden und 4 Pfennig an Arztkosten an. Für Papier, Tinte und Bier, die den Kommissären und Schreibern während der Verhöre gebracht wurden, 1 Gulden und 4 Pfennige. Bisher erben die Hinterbliebenen nach einer Hinrichtung. Es ließe sich aber eine juristische Regelung denken, die der Kammer die Rechte eines Teilerben einräumt. Tatsächlich wird in Bamberg das Vermögen der Verurteilten akribisch aufgelistet und zum Teil eingezogen. Eigentlich war es nicht erlaubt, wenn jemand hingerichtet wird wegen einem Verbrechen, darf ja deswegen noch nicht das Eigentum konfisziert werden. Das ist ja etwas, was die bürgerliche Eigentumsordnung auf den Kopf stellen würde. Die Exzesse in Bamberg haben Konsequenzen. Vermehrt beschweren sich Bürger und Stadträte bei höheren Instanzen wie dem Reichshofrat über den Verfolgungswahn des Fürstbischofs. Der Rückhalt in der Bevölkerung lässt nach. Immer öfter gelingt Gefangenen die Flucht. So auch der Wirtin des Gasthaus zur Gans in Bamberg. 1627 wird Barbara Schwarz aufgrund der Anklage eines Nachbarn, mit dem sie im Streit lag, als Hexe angeklagt. Sie übersteht die 8-malige Folter ohne Geständnis. Schon nach dem 3. Mal hätte sie laut Gesetz eigentlich freigelassen werden müssen. Nach 3 Jahren Haft gelingt ihr die Flucht. Sie schlägt sich bis nach Regensburg durch, wo gerade der Reichstag stattfindet. Dort wirft sie sich Kaiser Ferdinand II. Zu Füßen und bittet um ein gerechtes Verfahren. Der Monarch verfügt ihre Freilassung. Es sollte der Anfang vom Ende der Hexenverfolgung in Bamberg sein. Die obersten Institutionen im Reich setzen sich gegen die Bamberger Hexenverfolgungen ein und erlassen schließlich direkte Mandate gegen das Bamberger Hexenverfahren, ordnen die Freilassung einzelner Gefangener an, bedrohen den Fürstbischof mit relativ hohen Geldstrafen, die in Gold zu begleichen sind. Also das ist schon relativ empfindlich. Und das heißt, von Rom bis Wien, man hat eigentlich eine Front, die sich am Ende organisiert gegen diese Bamberger Hexenverfolgungen. Was ist das? Auf Veranlassung Kaiser Ferdinands greift der Reichshofrat in Wien ab 1629 in die ausufernden Bamberger Hexenprozesse ein und setzt ihnen 1631 ein Ende. Fürstbischof Fuchs von Dornheim flieht unter Mitnahme eines Teils des Domschatzes nach Kärnten. Im Alter von nur 47 Jahren stirbt er wenig später an den Folgen eines Schlaganfalls in seinem österreichischen Exil. Nicht nur in Bamberg, im ganzen Deutschen Reich flauen die Wellen der Hexenverfolgungen ab. Zu verdanken ist dies auch Kritikern wie dem Jesuitenpater Friedrich Spee. Als Beichtvater verurteilter Hexen kommen ihm im Laufe seiner Arbeit immer mehr Zweifel. In seinem Buch Cautio Criminalis kritisiert er vor allem die Erlangung von Geständnissen durch Folter. Er gelangt zu dem Schluss, dass man unter Folter alles gesteht. 1775 wird die letzte Hexe in Deutschland hingerichtet. Erst in den vergangenen Jahren haben deutsche Städte begonnen, sich von den grausamen Urteilen zu distanzieren. Auch in Bamberg will man die Opfer mit einem Denkmal würdigen.